Grüß Gott und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung in unserer Sendereihe Archetypische Kosmologie. Heute als Gast Rolf Baltensperger, Präsident der deutschsprachigen Astrologieorganisationen in der Schweiz. Grüß Gott, Herr Baltensperger. Guten Abend, Herr Schendl. Wir wollen ganz normal anfangen, wie ich das gerne mache. Wo sind Sie groß geworden? In Brütten und in Winterthur. Brütten kennt niemand, das ist ein kleines Dorf, Nachbardorf von der Stadt Winterthur. Winterthur, ja, denke ich, das kennen schon mehr Leute, ist in der Nähe von Zürich in der Schweiz. Und da sind Sie zur Schule gegangen, haben Abitur gemacht, nennt man das in der Schweiz Abitur? Nein, man nennt es Matur, habe ich aber nicht. Ich habe, in der Schweiz, wir haben sehr viele Berufsbildungswege. Ich habe dann später auf dem Berufslehre gemacht. Und dann später noch eine höhere Ausbildung angeschlossen als Wirtschaftsinformatiker. Und Sie sind, glaube ich, heute als Wirtschaftsinformatiker auch berufstätig? Richtig, ja. Ganztags, also Vollzeitjob oder nur Teilzeit? Schon seit vielen Jahren, ja. Und wann haben Sie zum ersten Mal Kosmobiologie, / Astrologie wahrgenommen? Wissen Sie das noch? War so 1987. Okay, und vorher gar nicht? Nein, aber ich war immerhin dort noch junge 25 Jahre. Okay, und wie ist das passiert? Wieso sind Sie auf einmal von dem Lockmittel Kosmobiologie/Astrologie eingefangen worden? Gut, ich war schon früh in, soll man sagen, sogenannten progressiven Kreisen, bevor es noch die Grünen gab, auch so Velofahrer, also Umweltschutzaktivisten und in dieser Bewegung hat dann auch Kontakt zur damaligen Esoterik, wie sie damals noch gab. Dort durfte man das noch aussprechen, heute ja. Und dann bin ich noch auf Leute gestoßen, die sich auch mit Astrologie beschäftigten. Und ich habe dann schon gemerkt, alle sagen, ah, Astrologie, das ist Puh. Das interessierte mich natürlich, wieso soll das Puh sein? Mich interessiert immer das, was man eigentlich nicht machen sollte. Wissen Sie noch, wer das damals war, mit dem Sie da Kontakt hatten? Also wer sind die Inspirationsinkarnationen, mit denen Sie zu tun hatten? Bücher. Bücher? Welche Bücher haben Sie gelesen? Ich wusste, die haben über Astrologie geredet, ein paar Sachen erzählt und so. Da bin ich in die Buchhandlung gegangen, haben mir ein paar Bücher von Eberthin besorgt. Damals waren ja die sogenannte blaue Reihe von Eberthin ja aktuell. Und ich hatte schlussendlich alle seine Bücher und habe die ganze Astrologie aus seinen Büchern gelernt. Das ist eine interessante Aussage, denn genau genommen sind Sie ja in einer Zeit in die Buchhandlung gegangen, wo eigentlich auch andere Astrologiebücher durchaus verfügbar waren. Ich habe ja ein bisschen nach Ihnen die Astrologie kennengelernt, aber da gab es durchaus schon eine Menge Bücher. Thomas Ring war also nicht in der Buchhandlung so vorne angestanden, sondern Arnold Eberthin stand da griffbereit. War griffbereit. Also Thomas Ring mag ich mich nicht erinnern, dass der auch im Büchergestell gestanden hat. Das waren übliche Buchhandlungen, so in Winterthur, zum Teil in Zürich, Orell Füssli, also die größere auch. Die Eberthin-Bücher, die haben mich früh angesprochen. Ich weiß nicht wieso, aber im Nachhinein für mich absolut passend. Welche anderen Autoren haben Sie denn relativ früh noch kennengelernt außerhalb von Eberthin? Den Rudiar, und das ist ja fast gleichwertig wie Thomas Ring. Thomas Ring kam dann auch dazu. Ja. Wie hieß der noch? Der Name kommt mir dann später noch. Aber es waren so Bekannte. Und in der Schweiz war auch sehr bekannt ein Buch von Gertrud Hürlimann. Das kenne ich, ja. Das ist ein sehr umfangreiches Grundlagenwerk, wo praktisch alle Aspekte der Astrologie beschrieben werden. Liz Green ist ja an sich auch in der Schweiz ziemlich bekannt. War für Sie damals Liz Green schon ein bekannter Name oder kam das erst später? Klar war er bekannt, aber ich wurde nicht warm mit ihrer ganzen Mythologie. Also wenn man dort den Draht nicht findet, geht es nicht. Dort hat sich absolut eine Stärke für Leute, die mit dem umgehen können, die davon profitieren können. Bei mir, nein, hat es keinen Anklang gefunden. Okay. Sie haben ja mit Eberthin-Lektüre angefangen. Wann haben Sie denn aus dieser Eberthin-Schule Menschen kennengelernt? Aus Deutschland zum Beispiel? Das war frühestens 1991.
Also, und wissen Sie noch, wer das war? Ich war im DAV-Kongress. Da hat es viele Leute gehabt. Okay, das wäre dann meine nächste Frage. Sie kennen sich ja nun mit der Ebertin-Schule sehr gut aus, weil das ja ein Schwerpunkt Ihrer persönlichen astrologischen, kosmobiologischen Überzeugung ist. Worauf führen Sie es zurück, dass die Ebertin-Schule, die ja mal relativ bedeutsam war im deutschsprachigen Raum, dass die das heute nicht mehr so ist? Was ist da der Grund? Das ist ein Rätsel. Im deutschsprachigen Raum kennt man ihn nicht mehr. Im anglikanischen, englischsprachigen Raum ist er praktisch in allen Schulen ein Standard, dass man mit Halbsummen, mit den Sonnenbogen, mit den Halbsummenstrukturen arbeitet. Die kennen das alle. Aber im deutschsprachigen Raum hat das außerhalb seiner Schule nie richtig Fuß gefasst und das ist mir ein Rätsel. Sie haben keine Erklärung, woran das liegen könnte? Nein. War das die Präsidentschaft von Peter Niehenke, der vielleicht da Vorbehalte hatte? Von dem weiß ich konkret nichts. Das habe ich nicht mitbekommen um diese Zeit. Wie war es denn in der Schweiz? In der Schweiz gibt es ja nun noch durchaus noch einige andere Organisationen, wo das Wort Astrologie im Organisationsnamen vorkommt. Ich denke mal an die Huber-Schule, ich denke mal an Claude Weiss. Wie war denn Ihre Erfahrung, Ihre Begegnung mit den anderen schweizerischen Organisationen? Ich muss vielleicht noch ein bisschen zurückspulen. Also meine erste Begegnungen mit Leuten, Personen, die mit der Kosmobiologie in Kontakt waren, das war natürlich Heidi Domen mit ihrer Schule. Und das waren die ersten Leute in der Schweiz. Und dort habe ich auch dann ihre Ausbildung gemacht. Das war zuerst dreijährige Grundausbildung, nach 2 Jahren Beratungsausbildung, alles mit Diplom abgeschlossen. Und dort habe ich dann das System wirklich in der Praxis kennengelernt, aber immer noch mit Erweiterungen von Heidi Dohm. Und die hat noch viel anderes dazugenommen, von anderen Schulen, auch von Huber-Schule, von Döbereiner. Und es war in der Schweiz anerkannt, eines der breitesten Ausbildungen, die man machen konnte. Das habe ich aber erst nachträglich erfahren. Aber es war absolut eine gute Wahl, bei ihr die Grundausbildung zu machen. Würden Sie sagen, dass Heidi Dohm so eine Art intellektuelle Vorreiterin für die Vereinigung von verschiedenen Schulen war? Intellektuell ist nicht ganz das richtige Wort. Sie war Praktikerin und hatte geniale Menschenkenntnisse. Und das war ihre Stärke und ihre Größe. Und, ja. Und sie hat ja nun sehr viel mehr gemacht als die klassische Ebertin-Schule. Hat aber dann in der Schweiz jetzt nicht dazu geführt, dass Heidi Dohm gewissermaßen die Leitfigur einer Vereinigungsastrologie geworden wäre. Warum ist es so schwierig, so eine Art Vielseitigkeit in der Astrologie, in der Kosmobiologie zu praktizieren, wie das Heidi Dohm ja vorgeschwebt hat, wenn ich sie richtig interpretiere? Ja, das lag viel vielleicht auch an ihren Ideen. Sie hatte immer gesagt, sie wolle keine klassische Schule machen mit Branding und all diesen Sachen, hat sich dagegen gesträubt. Sie war in dem Sinn sehr uranisch unterwegs, aber im Nachhinein war das natürlich schlecht, weil man hat sie dann mit diesen Sachen viel zu wenig wahrgenommen, obwohl sie eigentlich sehr gut war und sie war eigentlich nur im Fachkreisen sehr bekannt. Und Sie sind ja auch der Vorsitzende, also der Art Nachfolgevorsitzende von Heidi Domen vom Astroforum in der Schweiz. Ja, das ist auch so eine Geschichte. Also Heidi Domen hat ja wirklich auf die Schule selber gegründet. Und dann, als sie viele Schulabgänger hatten, die wollten sich später weiterhin treffen. Es war am Ende 70er Jahre, Anfangs 80er Jahre, kein Internet. Und wenn man sich treffen wollte, es gab kein Internet, wo man sich austauschen konnte, auch ein Horoskop berechnen. Damals alles noch von Hand, das habe ich auch so gelernt, ohne Computer. Und wenn man ein interessantes Horoskop berechnet hat und das gedeutet hat, dann wollte es man natürlich gerne teilen, andere wollten auch teilhaben. Man musste sich physisch treffen an einem Ort. Und das war dann das Bedürfnis ihrer Schüler, ihrer Abgänger, dass sie einen Verein wollten, eine Zusammenkunft, wo man sich treffen konnte und sich gegenseitig austauschen konnte. Und das war ja dann die Gründung vom Astroforum, das war unabhängig von der Schule, dann ein Verein, einfach von den Mitgliedern, von den Personen, von den Astrologinnen, Astrologen, die bei Heidi Dohm die Ausbildung gemacht haben. Und der Verein hatte dann eine sehr große Aktivität. Es gab dann über viele Jahre 10 Standorte in der Schweiz, wo jeden Monat ein lokaler Treffpunkt war, wo man sich mit Vorträgen, mit Horoskopbesprechungen, mit Deutungen ausgetauscht hat. Und das war eine sehr lebhafte Szene. Also
Das waren dann Heidi Domen Astrologiezentren in der Schweiz. Könnte man so sagen, aber es ist nicht vergleichbar mit den Astrologiezentren im DOV, wie man sie heute kennt. Die haben eine andere Funktion. Aber trotzdem insgesamt so zu Spitzenzeiten im SAF, wir hatten 600 Mitglieder. War die Heidi Domen da damals, als dieser Astroforumsverein dann sich etablierte mit seinen 10 Standorten, war sie da eine Führungsfigur oder hat sie das nur wohlwollend von der Seite begleitet? Sie hat das natürlich sehr wohl unterstützt auch, aber sie konnte natürlich nicht alles selber leiten, weil sie selber auch immer noch die Schule geleitet hat. Wobei, ich muss auch sagen, die Schule hat sich dann auch organisiert, dass sie dann auch wieder Lehrkräfte ausgebildet hat. Wir hatten dann auch viele Standorte, wo dezentral wieder Astrologie unterrichtet wurde. Das waren sicher mindestens 10 oder noch mehr Astrologielehrerinnen am dezentralen Standorten, die Astrologie so gelehrt haben. Also man kann sagen, die Heidi Domen hat so eine Art Filialisierung ihrer Schule gehabt. Das könnte man so sagen, ja. Und haben Sie das war alles sehr informell organisiert, das muss man sagen. Und diese Filialleiterinnen, also die Ausbilderinnen im Sinne von Heidi Domen, waren die jetzt vernetzt oder waren das sogar identisch mit den Leitungsfiguren in diesen Zentren, wo man sich traf? Nein, eben die Schule, die Schulorganisation war etwas anderes und der Verein war wieder unabhängig von der Schule. Also es gab keine Sekretariat. Also es war nicht so, dass der Leiter des Clubtreffens zugleich auch der Ausbildungsmensch von Heidi Domen in dieser Region war. Das war selten. Es war am Anfang natürlich oft so, das war dann, soll ich sagen, auch wieder ein Wiedersehen mit den ehemaligen Schülerinnen und die sind natürlich auch gerne gerade angekommen, wenn natürlich auch die Leiterin, die ihre Ausbildung gemacht hat, auch dort war. Und sobald es einen Wechsel gab, hat es man meistens dann auch weniger Teilnehmer. Wie war das bei Ihnen persönlich? Wo waren Sie lokal engagiert? In welchem Treffclub-Zusammenhang? Gut, die Ausbildung habe ich bei Heidi Domen persönlich gemacht in Zürich. Dort hat sie auch unterrichtet. Sie hat in Zürich, Baden und noch anderen Standorten unterrichtet. Ich habe dann selber ein solches lokales Zentrum in Winterthur geleitet. Also Sie waren der Organisator und Initiator des Winterthurer Heidi Domen Treffpunkts. Ja, also offiziell hat sich dann Studienkreis genannt. Die wurden als Studienkreise genannt, ja. Okay. Wie oft haben Sie sich getroffen? Einmal im Monat. Und jetzt, wie war so die erste Zeit? Was haben Sie da so gemacht? Man hat Leute angefragt, vielleicht bekannter, wenig bekanntere auch. Könntest du über dieses Thema einen Abend gestalten? Das ging dann meistens wieder 2 Stunden so, damit wir uns darüber unterhalten können, zu Neuigkeiten kommen. Ja. Haben Sie noch eine Erinnerung an die Themen, die es da gab bei Ihnen? Ja, alles, was mit Astrologie zusammenhing. Haben Sie noch ein Beispiel für uns, so einer der frühen Abende, vielleicht einen berühmten Referenten? Das ist noch schwierig zu sagen. Also berühmte Referenten, so lokal hatte man nicht innerhalb vom SAF bekannte. Von mir sehr geschätzter Referent war Ewald Greter, der kam von Bern und der hatte in einer Rudolf Steiner Schule unterrichtet als Mathematiker. Und der hatte aber ein sehr breites Wissen über das ganze Altertum. Das gibt mir Anlass nachzufragen. Ich habe so ein bisschen geguckt, was Sie für eine kosmobiologische Philosophie haben. Steckt da in Ihnen ein bisschen Anthroposophie drin? Nicht wirklich. Also ich kenne diese Gedanken. Ich hatte früher viel mehr Kontakt noch mit solchen Leuten, auch noch aus der anthroposophischen Landwirtschaft. Ja, aber ja. Sie würden nicht sagen, dass Sie zur anthroposophischen Astrologie irgendwie dazugehören? Nein, das kann man nicht sagen. Okay. Jetzt ist diese Frühphase, da finden sich diese Treffen zusammen, da gibt es dann regelmäßig Monatstreffen, da gibt es Themen. Sie sind ja irgendwann dann Vorsitzender des Schweizerischen Astroforums geworden. Wie kam das? Ja gut, eben ich hatte die Ausbildung gemacht, ich hatte auch die Beraterausbildung gemacht. Das war so Ende
80er Jahre, Anfang 90er war, hatte ich damit abgeschlossen. Im Vorstand vom Schweizer Astra-Forum haben sie jemanden Neuen gesucht. Heidi Domann hat mich empfohlen. Ich war dann ein Jahr im Vorstand und im zweiten Jahr wurde ich schon bereits als Präsident vorgeschlagen und wurde danach gewählt. Das erinnert mich sehr an das Interview mit dem Präsidenten der englischen Astrologen, vor allem dem ging es genauso. Und dann waren Sie Vorsitzender. Wie muss man sich das Amt des Vorsitzenden des Schweizerischen Astroforums vorstellen? Die deutschen Zuschauer haben vielleicht so eine gewisse Vorstellung vom Deutschen Astrologenverband, aber von den Schweizer Verhältnissen, insbesondere von diesen kosmobiologischen Schweizer Verhältnissen, ist ja praktisch nichts bekannt. Wie lief das bei Ihnen ab? Wie viele Mitglieder haben Sie vorgefunden, als Sie starteten und wie ging es dann weiter? Wie gesagt, als ich startete, wir hatten knapp 600 Mitglieder. Und das fand ich immer noch erstaunlich, wenn man denkt, die Schweiz hatte damals etwa 6,5 Millionen Einwohner, aber 1,5 Millionen waren nicht deutschsprachig. Und das heißt, von diesen waren sehr viele in der Astrologie organisiert. Und als Vergleich, der Deutsche Astrologenverband kam ja nie über 1000 Mitglieder, hatte aber schlussendlich 90.000 Einwohner. Das heißt, der Organisationsgrad in der Schweiz der Astrologen war 10-mal höher. Das hat mich immer erstaunt. Und wir waren ja nicht die einzige astrologische Vereinigung. Es gab ja auch andere, der Schweizer Astrologenbund. Wie ist denn eigentlich Ihre Einschätzung, wie ging es denn dann weiter? 600 Leute am Anfang, ging es dann aufwärts oder wurden es dann weniger? Das wurden weniger, aber ich denke, das war dann die allgemeine Entwicklung. Es kam das Internet hinzu und dann merkte man langsam die Abwanderung, wenn Leute erste Kontakte zur Astrologie wollten. Man musste sich nicht mehr lokal treffen, man konnte das aus dem Internet beziehen. Das war ja Astrologik, so die erste Webseite, die Austausch, die bekannt wurde, und dann kamen noch viele andere dazu auch. Das war auch ein Teil von diesen Sachen auch. Und dann kamen auch immer mehr die Tendenz, das haben aber andere in anderen Ländern, die Astrologie ausbilden, auch gemerkt. Das Business wurde immer wichtiger und man wollte keine zwei-, dreijährigen Ausbildungen mehr machen, die nicht zu einem beruflich anerkannten Abschluss führten. Es war immer schwieriger, Leute zu gewinnen für solch eine Art von Ausbildung. Und darum haben die Schülerzahlen abgenommen. Und wenn die Schülerzahlen abgenommen haben, haben schlussendlich halt auch die Mitgliederzahlen vom SAF abgenommen, weil es hat immer einen Zusammenhang gehabt. Und ist Heidi Domann noch unter uns oder lebt sie nicht mehr? Sie ist noch unter uns, ist aber Mitte 80. Unterrichtet sie noch? Nein. Und ich denke, sie hat ihren verdienten Ruhestand, ja. Und hat jemand diese zentrale Schulleiterfunktion übernommen? Gut, die Schulleiterfunktion, die wurde schon lange in eine Organisation, in ein Gremium überführt. Das war das sogenannte Kursleiterteam und die haben dann das Ganze organisiert. Aber jetzt in der Schweiz, im Astroforum, wir haben seit etwa bald 5 Jahren keine Schulaktivität mehr. Das heißt, wir haben zwar noch Lehrerinnen, die würden ausbilden, aber die kommen nicht mehr an Schüler heran. Okay, das heißt, das Schweizerische Astrologieforum, wo Sie ja immer noch Vorsitzender sind, stimmt das? Ja. Wie sieht es heute aus, wenn es keine Unterrichtskurse mehr gibt, mangels Schülernachfrage? Was machen Sie in Ihrem Schweizerischen Astrologieforum? Gut, ich bin ja Präsident vom Verein Schweizer Astroforum und der Verein, der hat ja nie die Schule geleitet. Das andere waren unabhängige Gremien. Aber wie gesagt, der Verein hat heute viel weniger Mitglieder, sind etwa so um die 80. Aber mit diesem Verein, wir haben doch noch recht viele aktive Mitglieder. Also an einer Generalversammlung kommen 20, 25 Personen. Und das ist für diese Vereinsgröße dann doch wieder recht viel. Und was unsere Hauptaktivität ist, die nach außen geht, nebst dem, dass wir eine kleine Webseite haben, ein Publikationsorgan im Verein intern, das quartalsmäßig herauskommt. Wir machen alle 2-3 Jahre noch eine Tagung Astrologie in der Schweiz in Baden. Da war die letzte jetzt in diesem Frühling. Die Liz Green hat ja beim Jubiläumskongress des Deutschen Astrologenverbands mal eine Analyse gemacht von den Transiten mit Uranus und Pluto, was die Astrologie betrifft. Das war in Heidelberg. Da war damals das Sextil Uranus-Pluto und dann hat sie gesagt, jetzt kommt das Quadrat, da geht es den Astrologen schlecht und dann kommt das Trigon, dann geht alles wieder aufwärts. Teilen Sie diese Einschätzung?
ich denke, das kann man nicht so simpel nur an solchen Transiten festbinden. Da kommen gesellschaftliche Entwicklungen hinzu. Ich stelle nur fest, dass grundsätzlich die jüngere Generation heute eigentlich sehr offen ist für die Astrologie, wenn sie einfach merken, aha, es nützt ihnen was, aber die wollen keine dreijährige Ausbildung machen. Wie reagieren Sie jetzt persönlich und dann auch verbandsmäßig auf dieses, wir wollen schon, aber wir wollen nicht Zeit investieren und Geld schon gar nicht? Gut, ich denke, gegen solche gesellschaftlichen Entwicklungen kann man als kleiner Verein nichts anstemmen. Gehen Sie darauf ein? Bieten Sie so eine Art Ausbildung Light an? Nein. Also bei Ihnen gibt es da kein Angebot für Nachfrage? Nein, da gibt es nichts. Aber ich denke, wir haben auch keine jüngere Generation von Ausbildnern. Und ich denke, zum jüngere Generationen ansprechen, muss man auch jüngere Generationen von Ausbildnern haben, die auch wieder die Sprache der jüngeren Leute kennen. Oder wie muss man die ansprechen? Ich denke, da geht viel übers Internet, über Chat, über solche Sachen auch. Klar, ist für Astrologie, denke ich, Präsenz, Meetings sind unabkömmlich. Die braucht es irgendwo in einem bestimmten Rahmen. Wenn man sich diese Szene vor Augen führt, muss man ja die gegenläufige Entwicklung angucken, dass im Jahre 2004 auf dem Weltkongress, auf dem Basler Weltkongress der Astrologie, Sie ja mit dabei waren, als die Vereinigung deutschsprachiger Astrologieorganisationen e.V. gegründet wurde. Warum haben Sie da mitgemacht? Das ist ja eigentlich eine Entwicklung, die ist ein bisschen merkwürdig, wenn man sich das anguckt, was wir gerade besprochen haben. Vereine sind ja eigentlich eher out als in. Ja, das hatte eine längere Vorgeschichte. Das war natürlich vor allem Detlef Hofer und Inge Pfab, also heute heißt sie Inge Klenk. Die beiden haben das schon viele Jahre im Voraus vorangetrieben und haben immer so informelle Meetings am Kongress der Deutschen Astrologenverband gemacht, wo sich alle Vereine getroffen haben, um eine eventuelle Gründung solch einer Art von Verein vorzubereiten. Und es waren lange immer Widerstände dazu. Man hatte Angst, von einem Dachverband vereinnahmt zu werden. Und dann so Mitte 90er Jahre, oder eben das mit 2004 dann, da waren irgendwie, war die Bereitschaft genug da, solch eine Vereinigung zu gründen. Zwei, drei sind dann noch ausgetreten. Es war der altehrwürdige österreichische Astrologenverband und auch die Hamburger Schule, die wollten dann nicht mitmachen, haben aber in den Vorbereitungstreffen noch mitgemacht. Aber das hat dann dazu geführt. Und Auslöser, das waren verschiedene Aspekte. Ich meine, Detlef Hofer hat auch immer die beruflichen Aspekte von der Astrologie in den Vordergrund gestellt. Damals bahnte sich in der EU die ganze Freizügigkeit an, also die Berufsfreizügigkeit, Niederlassungsfreiheit, wo ja die Schweiz auch mitmacht. Und der astrologische Beruf ist in jedem Ländern unterschiedlich gestellt. Und damals war er vor allem in Österreich eigentlich sehr problematisch. Heute haben ja die Österreicher eigentlich die beste Stellung innerhalb von der EU, weil sie anerkannt sind in einer Berufsinnung. Und in der Schweiz war es nie ein Problem, es war immer ein freier Beruf. Allerdings in der Schweiz darf man nicht heilen, man darf einfach nur Gesunde beraten. Und ich denke, in Deutschland ist so eine Zwischenstellung. Ja, ja. Und da war auch so der Hintergrund, dass wir uns untereinander austauschen wollen, weil mit der Freizügigkeit hing ja zusammen, wenn in einem Land ein Beruf ausgeübt werden darf, dann konnte man in einem anderen Land eigentlich nicht verbieten. Und da wollten wir uns austauschen. Das war ein Aspekt von diesem Gründungswille. Ja. Und da sind Sie heute Präsident. Warum Sie und warum haben Sie Ja gesagt? Gut, es war längere Zeit Claude Weiss Präsident. Er hat es nach ein paar Jahren abgegeben. Ich war von Anfang an im Vorstand. Was immer ein Selbstverständnis war von der Vereinigung deutschsprachiger Astrologieorganisationen, also wie es offiziell heißt, war, dass wir eigentlich übergeordnete Themen wahrnehmen, die vielleicht für einen einzelnen Verband zu groß sind. Das heißt, vor allem der Austausch oder der Informationsgewinnung zu Grundlagen der Astrologie oder der Astrologie in der Gesellschaft. Und wir mussten auch eine Zeit lang noch einen geeigneten Forum finden, wie wir das einbringen konnten. Und das hat jetzt in den letzten Jahren zu dem VDA-Symposium geführt, wo wir eigentlich eben, wie gesagt, übergreifende Themen diskutieren. Das erste war ja Astronomie und Astrologie. Das betrifft ja alle Astrologieschulen, dieser Zusammenhang. Das war 2016, oder?
Das war 2016, ja. Die Astrologen haben ein Problem mit der Astrologie, aber die Astrologen haben keine Probleme mit der Astronomie. Und das haben wir dann aufgegriffen. Und das Konzept von diesen Symposien ist immer, ich will immer eine Fachperson auch von der sogenannten anderen Seite dabei haben. Und das gibt eine interessante Diskussion. Die letzten Tage hatten Sie, glaube ich, mit Dr. Havild Schöner, wenn ich es recht erinnere. Richtig, Astrologie und Religion. Genau. Wie muss ich mir den Gestehungsprozess vorstellen? Astrologie und Religion stand dann am Ende ja über dem Symposium. Das war ja, glaube ich, in Lippstadt, wenn ich mich erinnere. Erste Frage, haben Sie das Thema sich ausgedacht? Gibt es eine Findungskommission, die solche Themen findet? Wie geht es vor sich? Ich muss kurz einen Akku anschließen. Ich habe ein Problem. Vor dem technischen Problem hatten wir ja die Frage, wie finden Sie die Themen? Gibt es da eine Findungskommission, wie zum Beispiel beim DAV-Kongress gibt es ja so eine Kongresskommission. Machen Sie das bei sich im Büro? Sie bestimmen jetzt Astrologie und Religion, will ich jetzt haben, oder gibt es da irgendwie eine Kommunikation? Was wollen wir machen und wer wirkt da mit? Das ist grundsätzlich der Vorstand vom VDA, der das organisiert und auch die Themen festlegt. Also das wird immer dort festgelegt, was machen wir, welche Themen, wo können wir es machen, wie laden wir ein. Sie treffen sich einmal im Jahr oder wie muss ich mir das vorstellen? Gut, die Hauptversammlung, Mitgliederversammlung ist einmal im Jahr, aber dazwischen sind wir natürlich mit E-Mail in Kontakt. Okay. Können wir uns abstimmen, das ist kein Problem mehr. Also Sie machen das heute vielleicht sogar mit Zoom-Konferenzen oder ähnlichen technischen Hilfsmitteln. Wie haben Sie das Thema Astrologie und Religion gefunden? Wer hat als erster gesagt, das sollten wir mal machen? Das war schon auch ein Interesse von mir. Und ich habe mich sehr stark mit der Religionsgeschichte selber auch beschäftigt, auch mit der Ambivalenz von der Reputation von der Astrologie in den verschiedenen Religionen. Das ist nicht nur im Christentum, auch im Judentum, also in den abrahamischen Religionen. In der indischen Astrologie oder sag mal in den Veden ist es natürlich nicht so, Hinduismus, das ist eine Konstante dort. Buddhismus ist es eigentlich nicht so eine wichtige Rolle auch. Aber ich finde es auch spannend, vor allem für den europäischen Religionen. Und wie sind Sie auf Schöner gekommen? Den kenne ich ja persönlich. Er hatte mal einen Vortrag im Schweizer Astroclub über das Thema. Und er hat ein Buch herausgegeben über Astrologie und Religion. Also genau über diese Ambivalenz von der Reputation. Also er hat ja darüber habilitiert. Wir haben ja auf unserem Kanal zwei Videos mit Dr. Schöner zu seiner Habilschrift. Okay, wie wird das nächste Thema lauten? Gibt es schon ein Thema fürs nächste Symposium? Ja, das ist schon festgelegt. Das heißt Astrologie und Heilen. Astrologie und Heilen. Wie weit in der Geschichte gehen Sie da zurück? Machen Sie nur Gegenwart oder gehen Sie bis zu Paracelsus zurück? Wir bleiben vor allem, also wir machen keine geschichtliche Aufarbeitung von diesem Thema, sondern wir wollen vor allem in der Gegenwart versuchen, weil an und für sich ist es ja eigentlich ein Widerspruch. Mit Astrologie kann man ja nicht direkt heilen, aber in einem im Heilungsprozess kann Astrologie eine interessante Rolle spielen. Und das wollen wir herausarbeiten. In den Schriften von Paracelsus gibt es ja die Stelle, wenn du Arzt sein willst und du kennst die Astrologie nicht, dann bist du kein Arzt. Was halten Sie von der Aussage? Das ist dasselbe, wie man von C.G. Jung weiß in den letzten Jahren, wenn er noch Beratungen gemacht hat. Er wollte sich von seinen Klienten vorher immer das Horoskop betrachten lassen. Also der hat das auch immer direkt, er hat um den Wert gewusst von der Astrologie auch, hat es auch aktiv umsetzen können auch, hat es genutzt auch, konnte sich aber öffentlich nicht dazu bekennen, das weiß man ja auch, er hat selber gesagt, er habe schon sonst mit seinen Lehrmeinungen eine strittige Stellung und da kann er nicht noch öffentlich sich auch zur Astrologie bekennen. Wie ist denn Ihr Verhältnis zu C.G. Jung, jetzt Sie persönlich als Kosmobiologe? Sie bezeichnen sich, glaube ich, nicht als Astrologe, sondern als Kosmobiologe, ist das richtig? Ich habe irgendwie keinen offiziellen Titel, aber gefällt der Begriff Kosmologie schon. Meine Webseite heißt auch Kosmologie und das ist mehr eigentlich vom alten griechischen Verständnis her, wo ja das noch viel umfassender war als heute die astrophysikalische Weltentstehungslehre. Und damals hat es ja den Menschen und die Menschwerdung auch mit inbegriffen. Und in dem Sinne verstehe ich eigentlich die Astrologie als Erweiterung in diesem Sinn.
Und Sie haben ja nun die Heidi-Domen-Ausbildung gemacht, die ja nun sehr viel weiter geht und sehr viel integrativer ist als vielleicht das normale Zertifikat des Deutschen Astrologenverbandes. Wenn Sie sich mit einem normalen, ganz 0815 DAV-Astrologen vergleichen, wo liegen die Unterschiede zu Ihnen? Wo sind Sie anders? Ich kann das nicht so typisieren, weil ich weiß schon, im DAV gibt es sehr viele unterschiedliche Astrologen mit ganz vielen speziellen Fachgebieten, Kenntnissen, die sie einsetzen können, verbinden können auch. Ich denke, das kann man nicht so klar sagen, ja, das ist typisch DAV und das ist typisch SAF-Ausbildung. Also das geht. Okay. Dann frage ich anders, was ist typisch Baltensperger? Was macht Ihre Praxis aus? Sie beraten ja vermutlich mal Klientinnen und Klienten. Nein. Ach, Sie haben keine Klienten? Nein, das war nie mein Ding. Ich habe die Beraterausbildung gemacht. Ich wollte wissen, wie das funktioniert. Ich habe sehr starke Wassermann-Betonung. Mich interessiert sehr vieles, wie funktioniert etwas. Aber ob ich das später machen muss, ist ein anderes Thema. Mich interessiert schlussendlich viel mehr die Forschung. Das war auch immer meine Intention, auch in der Astrologie, und darum wollte ich auch nie beruflich von der Astrologie leben, um in diesem Sinn unabhängig zu sein. Okay, das bringt mich zu der Frage, haben Sie zur Forschungssektion, die ja viele Jahre von Peter Nehenke geleitet wurde im deutschsprachigen Raum, haben Sie da Kontakte gehabt? Denn der Peter Nehenke war ja sehr forschungsaffin, was Astrologie anging. Mhm. Damals hatte ich noch keine Kontakte zur deutschen Astrologie-Szene, nein. Okay. Ja. Wie waren Ihre Kontakte ins Ausland? Haben Sie amerikanische Kongresse besucht, englische Kongresse? Nein, bis jetzt noch nicht. Okay. Dann zurück zu Ihrer, jetzt sage ich mal, theoretischen Kosmobiologie. Sie haben ja trotzdem eine Vorstellung, wie das alles zusammenhängt. Und auf der Darstellung beim Astrodienst über Sie gibt es ja auch den Hinweis Körper, Seele, Geist in der Aufgliederung. Wie sehen Sie das mit der Kosmobiologie/Astrologie? Was wirkt da wie? Ich muss vielleicht so sagen, also als Kosmobiologe würde ich mich heute sicher nicht bezeichnen, weil Kosmobiologie ist ein begrenztes Gebiet. Für mich ist schlussendlich die Bewusstseinsentwicklung von Menschen eigentlich das Zentrale. Und auch da habe ich auch Sachen entwickelt in der Astrologie. Wie kann man mehr die Bewusstseinsentwicklung von Menschen in der Astrologie oder vom Horoskop her oder mit den Grundlagen von den Horoskopdaten besser darstellen? Und die Bewusstseinsentwicklung, das sind so Ideen von Piaget, von Gebser, von Wilber, von Don Beck, Spiraldynamik, all das. Das sind ja eher die bekannteren Sachen auch. Und später habe ich die Bewusstseinsentwicklung auch noch im Handlesen kennengelernt. Das ist für mich auch ein wichtiger Einfluss. Das war eigentlich die Wurzeln von Ursula von Mangold. Und dann später habe ich die letzte Schülerin kennengelernt, Pia Rehmann. Die war dann auch lange meine Partnerin, ist leider vor 5 Monaten verstorben. Und da habe ich auch sehr viel mitbekommen. Und da hatten wir von Anfang an ein Grundverständnis von der Bewusstseinsentwicklung, von diesen Entwicklungsstufen, was sie vom Handlesen gewonnen hatten. Ich kam über die Astrologie bzw. über Gebser, Wilber eigentlich zu den gleichen Ideen. Und das war eigentlich ganz spannend. Das klingt auf den ersten Blick ein bisschen theoretisch. Können Sie das auch praktisch runterbrechen? Wie würde, wenn Sie jetzt einen Schüler annehmen würden, der jetzt das alles von Ihnen lernen möchte, was Sie ja nicht tun, aber nehmen wir mal die Hypothese, es würde stattfinden, wie würde sich das in der praktischen Beratung auswirken? Was würde sich da abspielen, wenn dann mit Ihrer Überlegung, mit Ihren Überzeugungen, das, was Sie sich anhand dieser von Ihnen genannten Autoren und Philosophen, wie wäre die Umsetzung des Gedankengerüstes, das Sie sich da erarbeitet haben? Gibt es da eine Umsetzungsmöglichkeit in die Praxis? Wie würde sich das in die Praxis verändern, wenn man das tut? Eine simple Umsetzungsmöglichkeit. Das ist ja ein Horoskop, so wie wir es kennen. Also das ist meines. Ja. Ist ein einfaches Horoskop, einfach 2 Klumpen und mit Oppositionen verbunden. Ja, simpel. Ein bisschen viel Spannung drin. Und das Ganze, wenn man das in eine Liniengrafik umbaut, da ist eigentlich die ganze, sieht man die Entwicklungen drin. Und zwar die Zeichenbesetzungen sind ja das, was man mitbekommt.
Das hat man, das funktioniert, das muss man nicht lernen. Die Häuser sind dort, wo wir gefordert sind. Dort ist die Entwicklung. Und jetzt kann man mit diesem Balkendiagramm schön sehen, bringt man die Energien mit, die in Häusern gefordert sind, dann wird man sehr wahrscheinlich keine Konflikte haben. Interessant ist, wenn man etwas mitbringt und bei den Häusern ist nichts angezeigt. Das heißt, dann hat man Fähigkeiten, aber mit denen läuft man auf, die sind nicht gefragt. Und das Umgekehrte, hat man in den Häusern eine Betonung und hat mit dem Zeichen nichts. Dort man muss mit anderen Fähigkeiten das lernen, das zu entwickeln. Und das ist eine ganz grundlegende, einfache Sache, wo die ganze Entwicklungsthematik so aufgezeigt werden kann. Und das ist ganz einfach vermittelbar. Gibt es jemanden, der das in der Praxis umsetzt, das, was Sie sich erarbeitet haben? Also haben Sie Schüler in der Praxis? Also ich habe keine Schüler. Aber diese Technik, die habe ich zusammen auch noch mit Heidi Domen entwickelt, als ich noch in der Schule, also in ihrer Ausbildung war. Ich habe auch noch komplexere Auswertungstechniken dahinter dann erarbeitet, die sie dann selber zu Teil ihrer Beratung verwendet hat. Das ist schon viele Jahre in dem Astrologieprogramm vom Schweizer Astroforum, das nennt sich Chiron von Leo Glatz, ist das schon lange drin. Wie viele Leute das damit arbeiten, weiß ich nicht. Die Leute, die mit mir zu tun hatten in der Ausbildung, kennen dann das. Ja. Es gibt halt kein Buch darüber, keine Vorträge. Ja. Es ist nicht so sehr bekannt. Also es gibt kein Buch darüber. Nur das Softwareprogramm Kronos. Und Sie haben auch keine Zeit, eins zu schreiben. Vielleicht kommt es langsam. Okay. Weil ich habe letztens wieder gemerkt, wie einfach, dass das auch für Leute vermittelbar ist, die keine große Ahnung von Astrologie haben. Und damit man sehr viele Konflikte direkt erklären kann. Das bringt mich zu der Frage, ich habe mir Ihre Homepage aufgesucht, wenn ich das recht sehe, haben Sie die seit 2007 nicht mehr aktualisiert, kann das sein? Das ist so. Man hat nicht die Zeit, gut, ich kenne das Problem, ich habe ja einige Homepages zu pflegen, bin ja auch im Gesundheitssektor unterwegs. Sie haben auch keinen YouTube-Kanal. Ich nicht, aber der deutschsprachige, also die Vereinigung Deutschsprachige Astrologieorganisation, der hat einen, und dort sind alle Vorträge von den Symposien sind auf diesem YouTube-Kanal sind veröffentlicht. Das weiß ich, aber ich habe mich gefragt, ich habe mich jetzt im Gesundheitswesen am Sonntag hingesetzt, ein paar Videos gemacht für unsere Homepage Heilung gegen alle Regeln. Es ist ja, Sie könnten sich ja vor Ihre Kamera setzen, so wie ich das gemacht habe, und das einfach, die müssen ja kein Buch schreiben, einfach erzählen, locker flockig, und dann wäre es ja im Netz verfügbar, Ihre Technik, außerhalb des Softwareprogramms, das man ja kaufen muss. Das schon, aber da bin ich halt beruflich, privat zu sehr angespannt, vor allem in den letzten 3-4 Jahren. Weil, wie gesagt, meine Partnerin ist verstorben vor 5 Monaten, aber da waren die letzten 3 Jahre immer wieder Akutspital, Pflege, wieder zu Hause, wieder Akutspital. Das war beanspruchend, parallel dazu dieselben Themen bei meiner Mutter. Gibt es von den Leuten, die mit ihrer Technik arbeiten, einen YouTube-Kanal, den Sie empfehlen können? Wo man zu ihrer Technik sehen könnte? Soll ich sagen, ich benutze YouTube zum Veröffentlichen, aber ich tummle mich dort nicht. Ich habe keine Zeit dazu. Ich weiß nicht, was dort alles vorhanden ist. Und Sie kennen auch niemanden aus Ihren Kursen, wo Sie unterrichtet haben, dass jemand das aufgegriffen hätte und gesagt, okay, ich erzähle das per YouTuber, heute machen ja 15-Jährige oder 10-Jährige YouTube-Videos. Wie gesagt, also ich hatte vielleicht vor 20 Jahren noch jeden Tag Kurse gemacht, aber seither nie. Also ich habe keine regelmäßige Kurstätigkeit. Dann komme ich nochmal auf C.G. Jung zurück, weil mich das persönlich interessiert. Durch die Veröffentlichung des Roten Buches und die darauf folgenden Veröffentlichungen über das Rote Buch ist ja ein neuer Hype um die Psychotherapie, Psychoanalyse, Astrologie von C.G. Jung entstanden. Wenn Sie das Wort Archetyp von C.G. Jung sich anschauen, was löst es bei Ihnen für Assoziationen aus? Was ist ein Archetyp? Schon das, was er selber dazu gesagt hat. Also für mich im Alltag hat es keine große Bedeutung. Wo ich mich stärker befasst habe, war lange, über viele Jahre mit Traumdeutung, und da bin ich heute immer noch aktiv daran. Und dort erscheinen natürlich auch solche Themen.
Also für Sie ist die Archetypenlehre von C.G. Jung nie eine Inspirationsquelle gewesen? Nein, ich hatte ja schon gesagt, ich auch mit Liz Green, das hat bei mir nicht richtig angeklungen. Ich denke, das ist eine ähnliche Thematik. Okay, es ist ein bisschen schwierig, Sie zuzuordnen. Wo packt man jetzt den Herrn Rolf Baldensberger hin? In welche Schulrichtung packt man den? Kann man den, bin Fisch, das ist nicht möglich. Kann man den zumindest in ein paar Schubladen einsortieren? Man muss ja nicht alle nehmen. Aber Sie haben gesagt, Sie haben den Radja gelesen. Würden Sie sich als psychologischen Astrologen verstehen? Nö. Also psychologische Astrologie war mir immer zu eingeschränkt. Ich studiere nochmals einen Namen von einem Autor, den mich früh beeindruckt hatte. Der hatte immer transpersonale Astrologie gemacht. Und das Transpersonale, das klingt dann, wie gesagt, auch dann in Gebsran, im Wilber. Das hat mich dann auch fasziniert. Und darum habe ich die psychologische Astrologie immer als beschränkt empfunden. Erst recht, als ich mich dann näher mit der indischen Astrologie befasst habe und dort gesehen habe, wie die mit der Mondastrologie umgehen. Also die machen nicht eine Sonnenstandsastrologie, sondern auch die Mondastrologie. Und die psychologische Psychologie hatte den Anspruch, männlich, weiblich ist gleichwertig, ist aber alles einseitig an der Sonne aufgehängt in der psychologischen Astrologie. Das ist nicht gleichwertig, das ist einseitig. Darum, ich habe da hier sehr viele Vorbehalte. Also ich denke, da könnte man sehr vieles verbessern, erweitern. Transpersonale Astrologie klingt nach Stan Grof. Haben Sie mit Stan Grof sich auseinandergesetzt? Der ist sehr interessant, vor allem in den letzten Jahren, als er sich auch offen zur Astrologie bekannt hat. Ja. Haben Sie ihn persönlich kennengelernt? Ich habe ihn nur in Vorträgen gehört. Okay. Ja. Richard Harnas war ja dann, als Stan Grof astrologisch infiziert wurde, dann gewissermaßen der Hauptinspirator für die Stan Grofsche Astrologie Thematik. Das klingt ja so ein bisschen wie Sie, der Richard Harnas. Erstens ist er auch kein praktizierender Astrologe, sondern ein akademischer Astrologe, Philosophieprofessor, weltberühmt für seine Standardwerke in der Philosophie. Haben Sie sich mit Kosmos und Psyche auseinandergesetzt? Das ist das englischsprachige Buch, das leider noch nie auf Deutsch übersetzt wurde. Ich habe einfach nur davon gehört, also Exzerpte davon gelesen. Richard Harnas ist übrigens auch in Bekanntschaft mit Ken Wilber. Ja, und Ken Wilber hat auch das Problem, dass er sich auch nicht zur Astrologie bekennen will, weil er selber auch schon wieder viele Positionen hat, wo er schon umstritten ist. Ja, das weiß man aus Fußnoten von seinen Schriften. Es gibt ja noch ein zweites Buch, das nicht übersetzt wurde, in die andere Richtung von Dieter Koch. Woran liegt es, dass Richard Harnas mit diesem Wälzer, der aber sehr grundlegend ist, Kosmos und Psyche, warum sind die deutschen Astrologieorganisationen nicht in der Lage, ein Sponsoring zu organisieren, dass das im Astronova-Verlag oder Chiron-Verlag auf Deutsch erscheint? Könnte man ins Auge fassen. Wäre eine Möglichkeit, so ein Crowdfunding zu machen. Haben Sie Kontakte zu Mäzenen als Verband? Einfach zu Individualpersonen. Aber ich persönlich weiß von ein paar Personen, die würden sofort sagen, wenn du ein gutes Projekt hast zur Astrologie, ich unterstütze das. Also ich weiß von Richard Thomas persönlich, dass er nur darauf wartet, wenn jemand das übersetzen will und dass er da auch keine großen Tantemien erwartet. Und ich weiß von Reinhard Stiele, dass er das auch herausbringen würde. Es ist nur noch jemand, der das Geld auf den Tisch legt. Das denke ich, das ist schon so, ja. Ja. Okay. Indische Astrologie wirft natürlich sofort eine interessante Frage auf. Ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben, der Glenn Perry, mit dem wir ja auch ein ausführliches Interview, sogar ein zweifaches Interview gemacht haben. Der Glenn Perry war ja in Indien eingeladener Redner auf diesem Ost-West-Kongress, wo die westlichen Astrologen und die indischen Astrologen versucht haben, einen Brückenschlag zu machen. Und es gab dann einen Riesenskandal, weil er in einem Vortrag, den er gehalten hat, eben sehr kritisch die Frage des siderischen Tierkreises angesprochen hat. Wie ist denn Ihr Verhältnis zu dieser theoretischen Problematik, historisch-astrologisch, dass der indische Tierkreis möglicherweise nur eine geschichtliche Verirrung ist? Die Daten sind ja sehr kritisch an der Stelle. Ja, ja, ich kann das fachlich nicht wirklich beurteilen. Ich kenne Raphael Gilbrand sehr gut und er ist ja wirklich ein Verfechter vom siderischen Tierkreis auch, hat sehr viel darüber gelesen, Untersuchungen gemacht auch. Aber er macht an einer Stelle etwas Intellektuelles, was schwierig ist. Er setzt sich nämlich mit der historischen Entwicklung des siderischen Tierkreises
dezidiert nicht auseinander. Während das Glenn Perry dann sehr minutiös gemacht hat. Und es gibt von den deutschen siderischen Astrologen auch keinerlei Reaktion auf diese wissenschaftlich, akademisch, historische Kritik am indischen Tierkreis. Wie ist denn Ihr Verhältnis zu dieser Kritik? Ich kenne die nicht im Detail. Aber Sie sind an sich im Augenblick noch eher auf der Seite zugunsten des siderischen Tierkreises. Ich lasse einfach die Systeme so stehen, wie ich habe mich nicht in der Tiefe damit beschäftigt, dass jetzt die indische Astrologie sich auch mit dem Siderischen beschäftigt, dass sie halt die Transneptuner ausblenden, ist auch ihre Geschichte, aber das sind auch wieder mehr die traditionellen, die jüngeren Astrologen ziehen das eher wieder bei. Und in der westlichen Astrologie, ja, ich denke, der tropische Tierkreis ist dort anerkannt. Ich arbeite damit, habe gute Ergebnisse, da werde ich sicher auch bleiben damit. Das ist stimmig. Ob das mit dem siderischen Tierkreis schlussendlich ein Irrweg ist, ich weiß nicht. Aber es gibt schon von mir ein bisschen theoretische Vorbehalte, weil die Zeichen, die verschieben sich ja dann. Das heißt, da müssen über die Jahrhunderte die Deutungsbücher auch immer angepasst werden. Weil die Deutungen, die müssen sich ja dann verändern. Da gehe ich schon davon aus, dass es auch in der siderischen Welt ja nicht gleich bleiben kann, wenn das völlig an einem anderen Ort steht. Okay. Zum Schluss unseres interessanten Gespräches würde mich noch interessieren, wie sehen Sie die Zukunft der deutschsprachigen Astrologie? Ist schwierig einzuschätzen. Wie gesagt, ich habe den Eindruck, und das habe ich von vielen anderen schon bestätigt bekommen, die jüngere Generation ist eigentlich sehr offen dafür. Aber wie erreicht man diese? Im Verbandsorgan von der AA, also von der Astrological Association in England, war letztens eine interessante Meldung von 2-3 Startups, Jungunternehmen, die mit Crowdfunding eine App finanzieren konnten, zum Teil mit Millionen beitragen, die dann auch Anklang findet und kommerziell erfolgreich ist. Ich denke, das ist der Weg, wie man an jüngere Leute mit der Astrologie herankommt. In Deutschland sehe ich momentan keine Aktivitäten in diese Richtung. Das heißt, wir warten darauf, dass aus dem Ausland die Impulse nach Österreich, Deutschland und Schweiz kommen. Wir selber sind ein bisschen zu phlegmatisch. Ich warte nicht darauf. Ich weiß nicht, wie bereit sind hier die Astrologen für solche Entwicklungen. Ja. Funding gibt es in Deutschland schon im politischen Bereich. Da denke ich an KenFM, der finanziert seine journalistische Existenz mit Crowdfunding. Es gibt eine ganze Menge Internetaktivitäten, die durch Crowdfunding nur existieren können. Es fehlt wohl an jemand, der sagt, das machen wir jetzt auch und da muss man halt anfangen. Zum Beispiel, das ist eine Möglichkeit. Das andere finde ich auch ein ganz offenes Potenzial, wo niemand rangeht. Das ist künstliche Intelligenz und Astrologie. Also ich meine, wir haben ja mit der Astrologie, das Horoskop hatte sehr komplexe Datenstrukturen. Und an und für sich ist es ein gefundenes Fressen für künstliche Intelligenz. Und zwar nicht für die einfache, die nach Regeln arbeitet, sondern für die stärkere künstliche Intelligenz, die mit neuronalen Netzwerken arbeitet, die selbstlernend ist in dem Zusammenhang. Ich denke, da könnte man sehr vieles anstellen, das ganz spannend wäre. Aber da muss man Leute haben, die Verständnis von der Astrologie haben und von dieser Technik, Technologie, habe ich selber auch zu wenig. Ich finde, da liegt auch noch sehr viel offen. In der Schweiz gibt es ja den Dieter Koch. Können Sie uns dazu ein bisschen was sagen? Wer ist Dieter Koch? Was macht der so und warum ist der so wichtig? Ohne Dieter Koch würde heute kein Astrologieprogramm mehr funktionieren, weil alle Berechnungen, die kommen von ihm. Also die Swiss Ephemeristen, die sind ja heute auch in amerikanischen Programmen hinterlegt. Die haben keine eigenen Ephemeriden mehr. Die sind aber auch genial, was er gemacht hat, zusammen mit Alois Treindl. Also er ist ja Mitarbeiter von Alois Treindl. Ja, Programmierer, ja. Und er hat, glaube ich, eine akademische Ausbildung absolviert als Lizenziat, wenn ich das recht sehe, und hat dieses berühmte Buch Kritik der astrologischen Vernunft geschrieben, wenn ich es, oder? Ja, genau. Und Kritik das ist der Vernunft, genau. Warum ist die Rezeption dieses Buches so schleppend?
Es ist kein triviales Astrologiebuch, das man vielen Leuten geben können. Die finden das einfach toll, weil es braucht ein bisschen Vorwissen. Allerdings weiß ich auch, dass wir gerade der umgekehrte Weg im englischsprachigen Raum sind sie neidisch, dass wir im deutschen Sprachen solch ein Buch haben und das wurde noch nie auf Englisch übersetzt. Ja, das ist ja auch schräg, oder? Ja, das ist eben der umgekehrte Weg. Weg. Ja. Ich glaube, wir haben eine ganz interessante Stunde miteinander verbracht. Wollen Sie noch was hinzufügen, was ich vergessen habe zu fragen? Nein, ich denke, das Wesentliche habe ich einbringen können, damit die Zuhörer, Zuschauer auch einen Eindruck von mir erhalten, was mich so bewegt. Ja. Und wie gesagt, das mit den Feldjahr-Symposien, das finde ich momentan eine sehr spannende Sache, das werden wir weiter pflegen. Und der Grund dahinter ist es schlussendlich auch, wie kann man Astrologie fördern in der Öffentlichkeit? Und heute im Zeitalter von Fake News geht eigentlich nur, man muss gute Inhalte ins Internet stellen, die über Google-Suche auch erreichbar sind. Und wenn man solche Vorträge auf YouTube hochlädt, die werden transkribiert, das, was die Spracherkennung erkennen kann, ist schlussendlich auch über Google-Suche erreichbar. Und ich denke, damit wollen wir weiterhin einen Beitrag leisten für die Weiterentwicklung der Astrologie. Und ab heute Abend sind Sie persönlich auch bei YouTube, endlich. Ihr erster YouTube. So, ja. Dann darf ich mich recht herzlich bei Ihnen bedanken und liebe Zuschauer, herzlichen Dank fürs Zuschauen und auf bald.